Mein Name ist Ulrike Zuberl. Willkommen zu Zeichensetzung. Die Abenteuer der schönen Chariklia von Heliodor. Folge 7. Was bisher geschah. Das Liebespaar Chariklia und Diagenes sind nach einer abenteuerlichen Reise über das Mittelmeer am Nil gelandet. Dort wurden sie von dem ägyptischen Räuber Thyamis gefangen genommen, konnten fliehen, wurden aber auf der Flucht voneinander getrennt. Thyamis ist der älteste Sohn des ehemaligen Orakelpriesters von Memphis, Kalasiris. Kalasiris hat sich als Vater Chariklias ausgegeben, um die junge Frau vor männlichen Anfeindungen schützen zu können. Er und sie, sowie ein junger Grieche namens Knemon, haben Unterschlupf bei dem griechischen Kaufmann Nausiklis gefunden. Diagenes soll sich bei dem persischen Kommandanten Mitranis befinden, der ihn zu seinem Herrn, dem Statthalter von Ägypten Orondates, bringen will. Sie hoffen, ihn baldmöglichst wiederzusehen. Knemon erzählt inzwischen dem Nausikles seine abenteuerliche Geschichte über die Intrigen seiner Stiefmutter Demenete und deren Dienerin Thisbe. Knemon weiß, dass Thisbe tot ist. Nausikles erfährt es nun von ihm und der Leser weiß, dass Nausikles lange Zeit in Thisbe verliebt gewesen ist. Knemon war einverstanden und gab eine gedrängte Darstellung von all dem, was er früher schon Theagenes und Chariklia erzählt hatte. Von seiner Vaterstadt Athen, seinem Vater Aristippos und wie er Demenete zur Stiefmutter bekam. Er erzählte von Demenetes sündhafter Liebe zu ihm, wie sie, als ihre Absichten fehlgeschlagen hatten, ihm ans Leben wollte und sich zu diesem Zwecke Thisbe als Helferin bediente. Er beschrieb die dabei angewandten Mittel, wie er durch Volksentscheid des Vatermordes schuldig gesprochen und mit Landesverweisung bestraft wurde, wie er in Ägina von Charias, einem seiner Kameraden, die Tatsache und die Umstände des Todes der Demenete erfahren habe und wie Thisbe auch gegen diese intrigiert hatte. Wie er damit von Anticlis gehört hatte, dass sein Vater sein Vermögen durch Enteignung verloren habe, da die Verwandten Demenetes gegen ihn konspiriert und ihm beim Volke der Ermordung Demenetes verdächtigt hatte. Wie Thisbe mit ihrem Liebhaber, einem Kaufmann aus Naukratis, aus Athen geflüchtet sei. Schließlich berichtete er, wie er zur Verfolgung Thisbes mit Anticlis nach Ägypten gereist sei, um sie, wenn er sie erwische, nach Athen zurückzubringen. Durch ihr Geständnis seinen Vater von den gegen ihn erhobenen Anwürfen zu reinigen und sie selbst zur Rechenschaft zu ziehen. Wie er unterwegs viele Gefahren und allerhand Abenteuer erlebt habe, von Piraten gefangen, ihnen entkommen, in Ägypten gelandet und wieder in die Gewalt von Räuberhirten geraten sei, bei denen ihn der Zufall mit Theagenes und Chariklia zusammengeführt habe. Dann erzählt er das Ende Thisbes und alle weiteren Erlebnisse bis zu dem, was Kalasiris und Nausikles schon wussten. Nausikles gingen 1000 Gedanken durch den Kopf. Er schwankte, ob er seine Beziehungen zu Thisbe gerade heraus gestehen oder diese Enthüllung auf später verabschieden solle. Schließlich entschied er sich für das Letzte, einmal, weil es ihm ratsamer schien, dann, weil ein Zwischenfall ihn am Reden hinderte. Sie hatten etwa 60 Stadien zurückgelegt und waren schon nahe dem Dorfe, in dem sich Mitranis aufhalten sollte, als sie einen Bekannten des Nausikles trafen. Wie sie ihn fragten, warum er es denn gar so eilig habe, rief er,
Warum so eilig, Nausikles? Als wüsstest du nicht, dass alles, was ich tue, dem einzigen Zweck gilt, die Ansprüche der Isias aus Chemis zu erfüllen. Für sie bestelle ich meinen Acker, für sie schaffe ich alles heran, ihretwegen gönne ich mir Tag und Nacht keine Ruhe. Nichts schlage ich ihr ab, ich habe nur Mühe und Laster davon. Ob die Isias mir nun einen großen oder kleinen Auftrag erteilt? Jetzt renne ich zu ihr, um ihr den Vogel, den du hier siehst, zu bringen, einen Nilflamingo, wieder ein Auftrag meiner Süßen. Was hast du für eine verständige Geliebte, meinte Nausikles, und wie bescheiden sind ihre Wünsche, dass sie nur einen Flamingo von dir verlangt hat und nicht gleich den Wundervogel Phönix, der aus Ägypten oder Indien zu uns kommt. Ja, so ist sie, erwiderte der andere. Gewöhnlich macht sie sich noch über mich und mein Tun lustig. Aber wohin wollt ihr? Und was habt ihr vor? Auf die Antwort, dass ihr unterwegs zu Mitranis seien, sagte er, da habt ihr euch umsonst abgehetzt. Mitranis ist nicht mehr hier, sondern in der vergangenen Nacht gegen die Räuberhirten von Besser gezogen. Sie haben ihm ja wohl unter der Führung ihres neuen Hauptmanns Thiamis einen jungen griechischen Gefangenen abgejagt, den er nach Memphis zu Orondates geschickt hatte und der, glaube ich, als Geschenk für den persischen Großkönig bestimmt war. Während er noch sprach, lief er schon wieder weiter und rief dabei, »Ich muss nun rasch zu meiner Isias. Sie guckt sich vielleicht schon alle Augen nach mir aus. Wenn ich zu lange ausbleibe, bekomme ich Unannehmlichkeiten in der Liebe. Sie ist groß darin, auch ohne Grund einen Anlass zu Vorwurf und Ziererei zu finden.« Als sie das hörten, standen sie eine Weile sprachlos. Wie waren sie überrascht und enttäuscht? Schließlich sprach ihnen Nausikles neuen Mut zu. Der vorübergehende, zufällige Fehlschlag brauche sie nicht ganz an ihrem Unternehmen verzweifeln zu lassen. Sie müssten jetzt allerdings nach Chemis zurückkehren, um weitere Schritte zu überlegen und sich für eine längere Reise zur Auffindung des Diogenes vorzubereiten, ob er nun bei den Räuberhirten oder bei anderen Leuten sei. Sie könnten bestimmt hoffen, ihn wiederzufinden, denn sicherlich nicht ohne himmlische Fügung hätten sie den Bekannten getroffen, der ihnen Auskunft geben konnte, wo sie Theagenes suchen sollten. Als nächstes Ziel müssten sie das Dorf der Räuberhirten ins Auge fassen. Es fiel Nausikles nicht schwer, sie zu überzeugen. Auch etwas anderes gab ihnen Hoffnung. Knemon versicherte dem Kalasiris persönlich, er könne voll Zuversicht sein, da Thiamis bestimmt Theagenes in Sicherheit gebracht habe. So beschloss man, umzukehren. Als sie zurückkamen, stand Chariklia in der Tür, schon von ferne und nach allen Richtungen hatte sie Ausschau nach ihnen gehalten. Als sie sah, dass Theagenes nicht mit ihnen kam, brach sie in laute Klagen aus. »Ihr kehrt allein zurück«, rief sie, »so wie ihr gegangen seid. Also ist Theagenes tot. Bringt ihr mir eine Schreckensbotschaft, bei den Göttern nur schnell heraus damit. Verschlimmert meine Qual nicht durch langes Zögern. Es ist menschlicher Unglück, rasch mitzuteilen. Dann fügt man sich leichter in das Schlimmste und verschmerzt alles rascher.« Knemon unterbrach ihre Klagen. »Wie schwer machst du dir doch alles, Chariklia, mit deiner unglücklichen Neigung, immer das Schlimmste anzunehmen, was in diesem Fall zum Glück nicht zutrifft. Theagenes ist am Leben und dank der göttlichen Vorsehung wohlauf.« Dann berichtete er kurz, wie und wo. Darauf sagte Kalasiris, »Nach deinen Worten zu schließen, guter Knemon, hast du nie geliebt. Sonst wüsstest du, dass Liebende auch in harmlosen Dingen Unheil vermuten
und nur dem Glück trauen, wenn sie es mit eigenen Augen sehen. Schon die Abwesenheit des Geliebten genügt, um ihre Seele in Angst und Unruhe zu versetzen. Das liegt darin, dass sie glauben, Liebende müssten stets beisammen sein und nur Missgeschick dürfe sie trennen. Haben wir also Nachsicht mit Cherie Claire, mein Lieber, die nun das Schicksal aller Liebenden teilt, und gehen wir ins Haus, um unsere Maßnahmen zu beraten. Dabei nahm er Cherie Claire mit väterlicher Zärtlichkeit bei der Hand und führte sie hinein. Nausiklis ließ, um die Sorgen seiner Gäste zu zerstreuen, er hatte auch noch eine andere Absicht dabei, ein üppigeres Mahl als sonst anrichten. Außer ihnen selbst nahm nur noch seine Tochter daran teil, die sich auf seinen Wunsch festlicher und kostbarer als gewöhnlich dafür kleiden musste. Nachdem sie ihren Appetit hinreichend befriedigt zu haben schienen, hielt er eine Rede. »Meine lieben Gäste«, begann er, »ich persönlich, die Götter seien Zeugen für das, was ich jetzt sage, würde es am liebsten sehen, dass ihr euer ganzes Leben hier bei mir bliebet und Hab und Gut und alles, was mir teuer ist, mit mir teiltet. Denn ich betrachte euch nicht als Gäste für kurze Zeit, sondern als wahre, liebe Freunde für die Dauer. Und alles, was ich für euch tun werde, bedeutet für mich keine Last. Wenn ihr aber eure Angehörigen suchen wollt, so stehe ich euch nach Kräften auch dafür zur Verfügung, solange ich bei euch sein kann. Doch wisst ihr ja selbst, dass mein Beruf der eines Kaufmanns ist und der Handel mein Ackerfeld. Schon längere Zeit wehen frische Westwinde, öffnen der Schifffahrt das Meer und verheißen den Kaufleuten glückliche Fahrt. Mich ruft eine geschäftliche Veranlassung dringend nach Griechenland. Ihr müsstet mich deshalb eure eigenen Pläne wissen lassen, damit ich mich nach euren Absichten richten kann. Nach einer kleinen Pause nahm Kalasiris das Wort. »Möge deine Reise unter einem glücklichen Stern stehen, möge Hermes, der Gewinnbringer, und Poseidon, der Beschützer, dich geleiten und führen. Mögen sie dir die Wogen glätten und günstigen Wind schicken, jeden Hafen öffnen, jede Stadt erschließen und für deine Geschäfte zugänglich machen. Hast du uns während unseres Aufenthaltes bei dir doch so gastlich bewirtet, jetzt bei unserem Abschied so freundlich geleitet und alle Pflichten der Gastfreundschaft so vorbildlich erfüllt. Gewiss wird es uns schwer fallen, uns von dir und deinem Hause zu trennen, indem wir uns dank deiner Fürsorge wie in unserem eigenen gefühlt haben. Doch zwingt uns die unerbittliche Pflicht, alles zu unternehmen, um unsere Freunde wiederzufinden. Dies gilt für mich und Cherie Claire. Was Knemon vorhat, ob er weiter mit uns herumziehen und uns diesen Gefallen tun will, oder ob er andere Absichten hat, mag er, da er hier ist, selbst sagen. Knemon wollte schon antworten und hatte bereits den Mund geöffnet, als ihn die Bewegung übermannte und ihm die aufsteigenden Tränen den Mund verschlossen. Endlich fasste er sich wieder und sprach mit einem tiefen Seufzer: »Ach, wie wechselnd und unberechenbar ist das Menschenlos! Welche Flut von Unglück hat es schon über so viele und besonders über mich gebracht! Es hat mich von meiner Familie und aus dem väterlichen Haus gerissen, hat mir die Heimat und die Stadt mit allem, was mir lieb war, genommen und mich, von all dem, was mir in der Zwischenzeit widerfuhr, zu schweigen, nach Ägypten verschlagen und mich diesen Räuberhirten ausgeliefert. Nur einen Hoffnungsschimmer hat er mir gewährt. Es ließ mich hier Freunde finden, die unglücklich wie ich doch Griechen waren und mit denen ich alles Weitere zu teilen hoffte. Aber auch diesen Trost scheint es mir nun zu nehmen.
Wohin soll ich mich wenden? Was kann und soll ich tun? Soll ich Chariklia verlassen, ehe sie ihren Theagenes wieder hat? Das wäre hässlich und unrecht von mir. Soll ich sie begleiten und ihn suchen helfen? Wenn es sicher wäre, dass wir ihn finden, so würde mir die Aussicht auf Erfolg die Mühe leicht machen. Aber die Zukunft ist ungewiss und die Schwierigkeiten sind allzu groß. Es ist kein Ende der Irrfahrt abzusehen. Darf ich dann nicht bei euch und den Göttern der Freundschaft auf euer Verständnis hoffen, wenn ich nunmehr an die Heimkehr in mein Vaterland und zu meinen Angehörigen denke, zumal sich offenbar dank einer göttlichen Vorsehung jetzt diese günstige Gelegenheit bietet, dass der gute Nausiklis nach Griechenland reisen will. Auch bin ich besorgt, dass unser Hauswesen, wenn in der Zwischenzeit meinem Vater etwas zustößt, ohne Besitzer und Erben bliebe. Verarmte ich dann auch, so wäre es doch schon erfreulich und befriedigend, wenn durch mich unser Geschlecht erhalten bliebe. Doch erst, liebe Chariklia, denn dir gegenüber muss ich mich vor allem rechtfertigen und bitte dich um Verzeihung, die du mir nicht versagen darfst, will ich dich zu den Räuberhirten begleiten. Mag Nausiklis es eilig haben, er wird sich schon bewegen lassen, etwas zu warten. Vielleicht, dass ich dich persönlich, Theagenes, in die Hände geben und ihm zeigen kann, wie treu ich das mir anvertraute Gut behütet habe. Dann würde ich in froher Hoffnung und mit gutem Gewissen von dir Abschied nehmen. Sollten wir aber, was ich nicht hoffe, keinen Erfolg haben, so werde ich auch dann bei dir wohl entschuldigt sein, da ich dich dann nicht allein lasse, sondern deinem treuen Beschützer und Vater, dem guten Kalaisiris, anvertraue. Chariklia hatte schon längst aus verschiedenen Anzeichen entnommen, dass Knemon sich in die Tochter des Nausiklis verliebt hatte. Lebende haben ja ein besonders scharfes Auge für die, welche von gleichen Gefühlen bewegt werden. Auch entnahm sie aus Nausiklis Worten, dass ihm eine verwandtschaftliche Verbindung mit Knemon durchaus willkommen wäre, dass er schon längst darauf hinzielte und ihn auf jede Weise heranzog und für sich zu gewinnen trachtete. Außerdem schien es ihr auch nicht unschicklich und unverfänglich, Knemon noch länger zum Begleiter zu haben. »Tu ganz, was dir beliebt«, sprach sie deshalb zu ihm, »die guten Dienste, die du mir bisher geleistet hast, erkenne ich an und bin dir zum Dank dafür verpflichtet. Es ist aber in Zukunft durchaus nicht mehr nötig, dass du dir meinetwegen Sorgen machst und dich gar mit innerem Widerstreben in fremde Schicksale und Gefahren hineinreißen lässt. Suche du nur dein Athen wieder auf, deine Angehörigen und dein väterliches Haus und lass dir die durch Nausiklis gebotene Gelegenheit unter keinen Umständen entgehen. Kalaisiris und ich wollen schon gegen alle Widerstände ankämpfen, bis wir das Ziel unserer Irrfahrt erreichen. Und wenn uns kein einziger Mensch beistände, so vertrauen wir zuversichtlich auf die Hilfe der Götter.« Nausiklis fiel ihr ins Wort. »Möge Chariklia alles nach Wunsch gehen«, sagte er, »mögen ihr die Götter den erbetenen Beistand leisten und sie ihren Lieben wiedergeben, willensstark und klug wie sie ist. Und du, Knemon, sei nicht ärgerlich, dass du Thisbe nicht nach Athen zurückbringst. Für ihre Entführung und Flucht aus Athen kannst du mich verantwortlich machen. Der Kaufmann aus Naukratis, Thisbes Liebhaber, bin nämlich ich selbst. Auch brauchst du nicht zu befürchten, zu verarmen und betteln gehen zu müssen. Wenn du denkst wie ich, soll es dir nicht an Vermögen fehlen. Ich bringe dich zurück, du sollst Vaterhaus und Heimat wiedersehen. Wenn du dich verheiraten willst, gebe ich dir meine Tochter Nausiklia und eine anständige Mitgift dazu. Geschenke von deiner Seite sehe ich durch die von dir vermittelte Bekanntschaft
mit deiner Familie, deinem Haus und Volk als bereits empfangen an. Knemon, der seine Wünsche, deren Verwirklichung er kaum zu hoffen gewagt hatte, über alle Erwartung hinaus erfüllt sah, besann sich keinen Augenblick. »Mit Freuden nehme ich dein Anerbieten an«, rief er. Dabei streckte er seine Rechte aus, in die Nausikles die Hand seiner Tochter lebte, so verlobte er sie ihm. Dann ließ er seine Hausgenossen das Hochzeitslied anstimmen, eröffnete selbst den festlichen Reigen und machte aus dem Mahl im Handumdrehen eine unvorbereitete Hochzeitsfeier. Während sich alle dem Tanz widmeten und bei festlichem Fackelschein im Haus aus dem Stegreif die ganze Nacht hindurch Hochzeit feierten, hatte sich Chariklia allein in ihr Zimmer zurückgezogen. Nachdem sie die Tür fest hinter sich verschlossen hatte und sicher war, nicht mehr gestört zu werden, löste sie in einem Anfall bachrischer Raserei wild das Haar und riss sich die Kleider vom Leibe. »Gut, denn«, rief sie, »auch ich will meinem Schicksalsgott einen Tanz nach seinem Geschmack aufführen. Singen wir ihm ein Klagelied und begleiten wir es mit einem Tanz der Tränen. Im Dunkel soll es widerhallen, diesen Leuchter schleudere ich auf den Boden, damit nächtliche Finsternis mein Tun umgibt. Ist dies das Brautgemach, dies das Hochzeitsbett, das für mich bereitet ist, für die Einsame, Unvermählte, deren Gatten nur dem Namen nach, wie lange noch ein Gatte ist? Knemon feiert Hochzeit, und Theagenes irrt umher als Gefangener und vielleicht in Fesseln. Und doch wäre ich glücklich, wenn er wenigstens noch am Leben wäre. Nausiklia, die bisher mit mir zusammenschlief, ist vermählt und von mir getrennt. Chariklia liegt allein und verlassen. Doch der beiden wegen will ich mich nicht beschweren bei euch, Schicksalsgötter. Mögen sie ihr Glück genießen, sondern um meinetwillen, denen ihr nicht die gleiche Gunst gewährt. Ihr zieht das Stück, das ihr mit uns aufführt, so endlos in die Länge, dass es jedes Maß übersteigt. Aber was ergehe ich mich in nutzlosem Klagen? Möge der Götter Wille auch in Zukunft geschehen. Doch bist du tot, mein Theagenes, du mein liebster und einziger Gedanke, und erfahre ich deinen Tod, was nie geschehen möge, dann will ich nicht zögern, mich mit dir zu vereinigen. Vorerst bringe ich dir dieses Opfer. Dabei riss sie sich Haare aus und warf sie auf ihr Bett. Und diese Tränen vergieße ich für dich aus den Augen, die du so liebtest. Ihr Lager wurde feucht von Tränen. Bist du aber noch, o Glück, am Leben, so komm und ruhe im Traum bei mir. Doch auch dann, Liebster, lass deine jungfräuliche Braut unberührt für die Ehe. Ja, ich sehe dich, ich umarme dich, als wärest du bei mir. Sie warf sich mit dem Gesicht auf das Bett und umschlang es mit ausgebreiteten Armen. Sie stöhnte und jammerte, bis das Übermaß des Schmerzes ihr die Besinnung raubte und es dunkel wurde vor ihren Augen. Schließlich sank sie in einen Schlaf, der sie bis zum hellen Morgen umfangen hielt. Kalasiris, der sich wunderte, dass sie gegen ihre Gewohnheit nicht erschien, ging an ihr Schlafzimmer, pochte kräftig gegen die Tür und rief sie wiederholt beim Namen. Sie erwachte. Verwirrt von dem plötzlichen Klopfen lief sie, wie sie war, zur Tür, schob den Ziegel zurück und öffnete dem Alten. Als er sie vor sich sah mit aufgelöstem Haar, das Kleid über der Brust zerrissen und die Augen noch geschwollen und mit allen Zeichen der Erregung, in der sie eingeschlafen war, erriet er den Grund. Er führte sie wieder zu ihrem Lager, ließ sie niedersitzen und warf ihr einen Mantel über. Dann sorgte er ein wenig für Ordnung. »Was hast du, Chariklia?« fragte er. »Warum bist du so tief unglücklich? Weshalb diese unvernünftige Verzweiflung? Ich kenne dich gar nicht wieder.«
die du stets mit so viel Haltung und Selbstbeherrschung dein Schicksal ertragen hast. Willst du nicht wieder zu dir kommen? Denk daran, dass du ein Mensch bist, ein unstetes Wesen, das schroffem Wechsel ausgesetzt ist. Warum willst du dir durch den Tod vielleicht die Aussicht auf bessere Zeiten verscherzen? Nimm auch auf uns Rücksicht, liebes Kind, wenn nicht auf dich selbst, wenigstens auf Theagenes, dem das Leben nur mit dir zusammen lieb ist. Der ganze Wert des Lebens liegt ihm nur darin, dass du ihm erhalten bleibst. Chariklia errötete, besonders weil sie sich der Verfassung, in der sie überrascht worden war, bewusst wurde. Lange schwieg sie. Da aber Kalasiris sie zu einer Äußerung drängte, sagte sie schließlich: Deine Vorwürfe sind berechtigt. Doch bin ich vielleicht zu entschuldigen, lieber Vater. Es ist nicht hemmungslose und niedere Leidenschaft, die mich Unglückliche zu diesem wilden Gefühlsausbruch hinriß, sondern die reine und keusche Liebe zu dem, der, wenn auch ohne Ehe, mein Gatte ist, zu Theagenes. Mich quält der Schmerz, von ihm getrennt zu sein, mehr noch die Ungewissheit, ob er noch lebt oder nicht. Sei deswegen unbesorgt, erwiderte Kalasiris. Er lebt und wird nach dem Willen der Götter bald mit dir vereint sein, sofern man dem euch gegebenen Orakel Glauben schenken kann, und wir dürfen es. Und ebenso der gestrigen Nachricht, dass er bei der Überführung nach Memphis in die Hände des Thyamis gefallen ist. Stimmt das, so ist er ganz gewiss in Sicherheit, da ihn mit Thyamis schon von früher her eine gute Bekanntschaft verbindet. Wir dürfen keine Zeit verlieren und müssen so schnell wie möglich die Ortschaft besser erreichen, um die Gesuchten aufzuspüren, du deinen Theagenes, ich außerdem noch meinen Sohn. Denn du weißt wohl schon, dass Thyamis mein Sohn ist. Chariklia versank in Nachdenken. Wenn du einen Sohn namens Thyamis hast, sagte sie, und der dein Sohn ist, den ich meine, und nicht etwa ein anderer, dann sehe ich eine furchtbare Gefahr. Erstaunt fragte Kalasiris nach dem Grunde. Wie du weißt, erwiderte sie, war ich als Gefangene bei den Räuberhirten. Dabei hat die unselige Schönheit, die mir zu meinem Verhängnis mitgegeben zu sein scheint, die Leidenschaft des Thyamis erregt. Begegnen wir ihm jetzt auf unserer Suche, so wird er, fürchte ich, wenn er mich sieht, sich an seine ehemalige Gefangene erinnern und mir die Ehe, die er mir damals antrug und der ich mich damals geschickt entzog, aufzuzwingen suchen. Ich will nicht hoffen, entgegnete Kalasiris, dass ihn die Leidenschaft so weit hinreißt, es angesichts seines Vaters an Achtung fehlen zu lassen. Der Anblick des Vaters wird wohl den Sohn beschämen und ihm eine unerlaubte Neigung, wenn er sie noch hegt, niederzwingen lassen. Und dann, was hindert dich, eine neue List auszudenken, um dem befürchteten Antrag zu entgehen? Du scheinst dich ja darauf zu verstehen, solche Bewerber durch Ausflüchte und Vorwände hinzuhalten. Diese Worte heiterten Chariklia etwas auf. Ob du es ernst meinst, erwiderte sie, oder nur Scherz mit mir treibst, will ich jetzt offen lassen. Aber ich möchte eine List, die ich früher mit Theagenes vorhatte, aber infolge der eingetretenen Umstände nicht anwenden konnte, unter günstigeren Bedingungen versuchen. Als wir von der Räuberinsel fliehen wollten, hatten wir uns vorgenommen, uns zu verkleiden und im elenden Bettlergewand die Ortschaften und Städte zu betreten. Wenn du einverstanden bist, wollen wir diese Verkleidung vornehmen und als Bettler gehen. Dann werden wir von denen, die uns begegnen, weniger zu befürchten haben. Dürftigkeit gewährt unter solchen Umständen Schutz und Armut erregt eher Mitleid als Neid. Auch werden wir uns so unseren täglichen Unterhalt leichter verschaffen. Denn in der Fremde, wo man niemand kennt, ist das Käufliche knapp. Als Bettler bekommt man es leicht aus Mildtätigkeit.
Kalasiris erklärte sich einverstanden und drängte auf eiligen Antritt der Reise. So gingen sie zu Nausiklis und Knemon, setzten sie von ihrer Absicht in Kenntnis und brachen am dritten Tage auf, ohne das angebotene Lasttier oder einen Begleiter mitzunehmen. Nausiklis, Knemon und die übrigen Hausbewohner begleiteten sie ein Stück Weges. Auch Nausiklia, die ihren Vater inständig um Erlaubnis gebeten hatte, kam mit. Ihre Anhänglichkeit zu Chariklia hatte sie die mädchenhafte Zurückhaltung überwinden lassen. Nach einem gemeinsamen Wege von 5 Stadien umarmten sie einander zum letzten Male, Männer und Frauen für sich, und reichten sich die Hände. Es war ein Abschied reich an Tränen und Wünschen für eine glücklichere Zukunft. Knemon entschuldigte sich mit seinem jungen Ehestande, dass er sie nicht begleitete, tat sogar, als wolle er bei der ersten Gelegenheit, die sich biete, wieder zu ihnen stoßen. Dann kehrte er mit den anderen nach Chemmis zurück.